Hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Heute mal wieder Hideach on Tour. Das habe ich letzte Zeit wirklich sehr oft im Programm. Ich weiß auch nicht, macht halt Spaß, die ganzen Clans zu besuchen. Und ich habe ja diese Ränder hier eingebaut, falls ihr seht, das ist ganz neu. Ich habe gedacht, das würde das Ganze besser machen, weil eigentlich gibt es ja immer diese nervigen Ränder in meinen Videos. Jedenfalls in den Clash of Clans Videos, ja, bei Bluestacks immer. Das ist richtig komisch. Ich weiß auch nicht, warum das ist. Jedenfalls versuche ich das jetzt damit zu bedecken. Und ich hoffe, das klappt auch. Ja, und wenn es einfach zu viel wird, schreibt es mal in die Kommentare, wie ich das etwa machen soll und was man alles noch so zeigen sollte. Ich glaube, ich werde so eine Lücke machen, genau da, wo die Ressourcen stehen, weil das sollte man, ja, jedenfalls, ich gucke dann auch, das Ganze wird noch irgendwie optimiert, alles drum dran. Und ich wollte hier noch sagen, ich bin hier on Tour. Ich war schon gestern in diesem Clan, und zwar ist der Plantinium, ja, ganz, wirklich nice. Ich bin aber gestern gejoint, habe gesehen, eigentlich recht sympathische Leute. Oh, und ich war hier drin und habe mir geguckt hier, wie ist es denn so, und hier ist immer noch den Clan-Krieg. Und zwar steht es 24 zu 25, eine wirklich sehr knappe Kiste. Beide Clans hatten 15 Angriffe. Also da fehlt noch ein Angriff. Also wenn jetzt jemand angreift, dann sind wir, also gesagt, ist hier schon klar zu sehen, wir gewinnen dann nicht mit 2 Punkten. Je nachdem, wenn man halt 3 Punkte holt. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ob das, es sind ja noch 2 Stunden, die Gegner könnten auch noch angreifen. Also da steht noch einiges, einiges in den Sternen, will ich mal sagen. Und, ja, warte mal ganz kurz hier, gibt's hier irgendwas? Ich gebe ganz kurz irgendwas für euch. Ich gerade einen Mega-Fail-Angriff. Einen Rathaus hingelegt, okay. Aha, jetzt gucken wir mal so und gehen ja in den ersten Angriff. Wir sind ja eigentlich immer noch in der Pokéjagd, aber ich bin momentan irgendwie sehr beschäftigt und weiß gar nicht mehr, wie ich das Ganze hinkriegen soll, denn ich habe hier die Aufnahmen und den können wir nicht mitnehmen. Ich habe hier die Aufnahmen im Hintergrund, noch die ganzen Laufen, alles drum und dran. Muss mich momentan um viel sorgen, um das 100 Abonnenten-Special, Leute. Da will ich mich wirklich sehr, sehr... sehr oft entschuldigen, kann man das ja so sehr entschuldigen. Es müsste eigentlich kommen, aber ich hätte nicht gedacht, Leute, dass es so schnell geht. Oh, Loot, wir haben Loot gefunden, ein bisschen Farmtime. Ich hätte halt nicht gedacht, dass es so schnell geht, Leute. Und ich habe das Ganze anders angepackt, weil ich brauche ja ein bestimmtes Equipment dafür. Also es wird ja was Besonderes. Und ja, das habe ich jetzt noch nicht. Also es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass es noch nicht da ist. Ich werde es auf jeden Fall machen. Aber ich habe das jetzt noch nicht, dieses Equipment. Das ist wirklich gerade sehr schade, weil ich wollte das so gerne jetzt schon machen, aber es geht halt nicht. Darum werde ich das Ganze in 2 Teilen einkategorieren. Und zwar werde ich einmal wieder ein Best-of machen, so wie es im 50-Abo-Special war. Es ist eigentlich recht cool geworden, das 50-Abo-Special, muss ich wirklich sagen. War lustig. Und ich werde das auch so machen, beim 100-Abo-Special und noch was Besonderes, was aber dann halt etwas später kommt, weil für das Besondere brauche ich noch etwas mehr an Equipment, falls ihr versteht, was ich meine. Weil das Equipment ist sehr wichtig dabei. Ich will jetzt kein sehr schlechtes Video machen. Ich will halt dieses Video sehr qualitativ hoch gestalten. Nicht sehr, so gut wie es in meiner Macht steht, würde man sagen. Und ja, komm jetzt. Jetzt kriegen wir aber noch das hin, oder? Komm. Komm, die 50%. Ja. So, gut. Jetzt haben wir eine Loot von. Okay, 204.503 Gold, 177.538 Elixier, 217 Dunkles und plus noch den Bonus von 35.100. Das ist ja natürlich sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, dann bin ich raus und ich werde in der Zeit, wo ich die Truppen ausbilde, mal gucken, ob wir ein paar Wiederholungen vom Clan-Krieg überhaupt noch angucken würden, weil ich war wirklich interessant. Ich wäre darauf interessiert, ja, wie das Ganze da abgelaufen ist, falls ihr versteht, was ich meine. Weil, okay, jetzt habe ich hier 2-mal Bogis, egal. Bogis sind immer gut. Jetzt, gehen wir Clan-Krieg. Ja, ich weiß ja nicht, wie das Ganze war. Nehmen wir mal hier. Der Hulk, der wurde von unserem Dreier, ja, angegriffen zu 100%. Ja, das ist natürlich immer gut zu sehen. Und, das ist GoWiWi. Okay, wir greifen hier mit GoWiWi an, ganz normal, wie man es halt gewohnt ist, obwohl man hat hier auch... Ja, das passt, Tor. Das passt. Das passt. Aber von wo greift er denn an? Von wo greift er denn an? Warte ganz kurz hier, was ist denn das? Willst du auch, Trubis? Warte mal. Ja, so. Hier setzt er schon mal den ersten, zweiten und den dritten aus der Clan-Verstärkung. Die ganzen Golems. Oh,
Das war gerade ein bisschen ungünstig, weil die Mauerbrecher in die Riesenbombe getappt sind. Aber auch die Hexen, die kommen auch hinterher. Warte mal, er hat sie einfach nur mal gesetzt, oder? Ja, er hat sie gesetzt. Der Golem in der Mitte, kann das Max Golem, wird jetzt mit dem Wutzauber übersehen. Plus noch die ganzen Hexen, Magier, alles drum und dran. Aber die Mauerbrecher, die haben da nicht allzu viel gemacht. Er hat ja auch keine mehr. Aber ich glaube, das schafft er trotzdem noch. Ich würde mal sagen, der setzt ja gleich den zweiten Blutzauber, wo die ganze Menge ist. Ja, oder nee. Und, oder ein Heilzauber, das geht auch. Das geht auch. So sterben sie auch wenigstens nicht gleich. Da oben ist... Oh, wartet mal, Leute. Da spielt sich gerade auf zwei Plätzen was ab. Und zwar da oben der Barbarenkönig, gefolgt von den ganzen Magiern, um den ganzen äußerlichen Rest da wegzumachen. Klar, doch, das macht man auch für die 100%. Und hier sehen wir noch schön die Hexen plus den Golem. Der Golem wird gerade vom Drachen angegriffen. Tut ihn aber nicht allzu viel, wie er scheint. Aber doch, jetzt teilt er sich gleich. Okay, er teilt sich. Aber der große Golem ist eigentlich noch recht gut dabei. Die Hexen und Magier, so, ja, das war's dann auch. Eigentlich sieht das jetzt momentan recht gut aus, wenn die Magier das noch hinkriegen. Wir kommen Rathaus, Rathaus, Rathaus. Und okay, das Rathaus ist auch geholt. Ja, man kann eigentlich ja nicht mehr so dazu viel sagen, außer Hammer, ja. Hammer, Hammer, Hammer. Oder jetzt, das hat sich auch gelohnt, dass der Barbarenkönig außen rumgelaufen ist, denn so haben sie das Ganze schön aufgeräumt. Alter, die Hexen, die leben ja noch, Alter. So muss man das machen. Bei GoBiBi muss man auch darauf achten, dass die Hexen so viele Skelette wie möglich machen. Das heißt, setzen sie immer auszoomen, irgendwie so weit außen, wie es nur möglich ist. Denn dann hat man doch im Endeffekt mehr Zeit, um diese ganzen kleinen Skelette zu spawnen zu lassen. Ja, und ja, 100%. Eigentlich ist es verdient, weil erstens die Truppen waren gut und zweitens die waren auch gut gesetzt. Ich habe mir diese Wiederholung jetzt noch nicht angeguckt, das heißt, es ist auch für mich recht spontan. Und der, der Tom, der ist, glaube ich, Level 129 oder wie auch immer, hat den zweiten Platz von den, wow. Jetzt sieht man eine ganz andere Liga, maxed aus Truppen, mit maxed Zauber, nicht alle außer dieser eine Zauber hier und der Barbarenkönig. Aber das ist ja jetzt auch nicht immer der Fall, dass Max ist, ja, es ist, jedenfalls 25 ist spitze. So, wie macht, warte mal, er hat... Go-Wipe. Mal sehen, was er mit Go-Wipe macht. Das ist der zweite Platz. Von dem Gegner sind aber die Mauern gerade nicht so gut, oder? Außerdem ist das eigentlich recht gut, weil er gut in die Mitte kommt, wenn die... auf der einen Seite war das gerade... Oh, okay. Level 6 Magier gehen wirklich übelst ab. Ich feiere die Dinger übelst. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze sieht, ob die Magier überhaupt mögt, aber ich mag Magier richtig. Weil nicht only, aber natürlich sind es immer richtig... Die räumen einfach perfekt auf. Vor allem bei Go-Wipe. Es ist eine sehr, sehr wichtige... Kriterien, die man einhalten muss. Okay, da sind jetzt weitere Magier, Hexen und Bogenschützen drin. Da wurde der erste Freeze gesetzt auf dem Inferno-Turm. Noch ein Blutzauber hier rein. Leute, das geht hier ab wie beim, wie beim TV-Turm. Bock WM 2015, das ist klar. Eine Schleichwerbung. So. Und das Rathaus ist so gut wie erledigt. Ist erledigt, besser gesagt. Alter, diese Max-Truppen gehen übelst ab. Ich will die auch haben, zu gern, aber da bin ich noch eine Weile von entfernt, würde ich mal sagen. Eine Menge an Zeit braucht man dafür, das Ganze irgendwie auszubilden und ja, so viel dazu, würde ich mal sagen, oder? Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt noch eigentlich anhaltet, weil die Truppen sehen bis jetzt ist gar nicht mal so. Okay, doch, es sind nur noch wenige Magier da. Die Golems halten sich natürlich, wie erwartet, lange. Der Barbarenkönig müsste auch gleich dran glauben. Ja, plus, zwei Riesenbomben. Heißt ja nie was Gutes, noch eine Riesenbombe, das tut ihm aber nichts. Hier ist noch ein Magier und zwei Magier und eine Hexe draußen, um noch mal Bogenschützen. Räumen auf, die zwei Sterne wird er nicht schaffen, die drei Sterne, Entschuldigung, weil die zwei Sterne hat er ja schon bereits, das ist ja erfreulich. Und ja, er will jetzt eigentlich, glaube ich, nur noch ein bisschen was von dem Ding machen. Also, wie soll ich sagen, von den Prozenten her will er noch was holen und ja, das ist auch alles natürlich im Rahmen der Bogen, okay, X-Bogen, letzte Schüsse noch und... Das war's. Jo, zwei Sterne, Hammer-Truppen, aber wirklich, die Base des Gegners war auch nicht schlecht. Natürlich war die Verteidigung irgendwie auch ungünstig gesetzt wegen diesen ganzen Fallen dabei. Letztendlich hat er ja zwei Sterne geschafft und das ist natürlich über dem Durchschnitt, würde ich mal sagen, ja. Da kann man sich doch auf keinen Fall beklagen. Ich gucke mal, ob unsere Truppen dann auch fertig sind. Alter, die sind gerade mal bei 66, was ist denn da los, ja? Bin ich denn so langsam am Reden, oder? Das kommt mir so vor, als wenn wir schon lange hier... In den Garten mal ganz kurz, da gucken wir uns mal die nächste Wiederholung an, ja? Also die nächste Wiederholung. Lass uns, ich mache das jetzt random, ich weiß gar nicht. Lass uns ja den vierten Platz dann. Der vierte Platz wurde vom lieben
Don Seppo, er heißt auch Seppo, soweit ich mich erinnern kann. Also, wenn ich falsch sage, ist es mir wirklich leid, aber ich glaube, er heißt auch Seppo so. Und, ja, wieder mal ein Go-Wipe-Angriff. Das ist ja übelst, ja. Go-Wipe wird übelst gehypt auf COC momentan. Keine andere Taktik wird so übelst stark gespielt, ja. Und so oft gespielt wie dieser. Und ja, das sieht man, Alter. Hier wurden mal gleich mal drei Zauber von drei verschiedenen Zaubern gesetzt. Erstens der Sprungzauber, dann der Hub und dann der Heilzauber. Hier scheint eine richtig gute Kombination, denn das Rathaus wurde gleich mal erledigt ohne Probleme. Alter, nein, was war das denn? Was war das? Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, ob ihr vielleicht auf die Pegasus, was kann sein, aber seht ihr diese Geister hier? Das waren gerade vielleicht so 15 Magier, die durch eine Riesenbombe gestorben sind. Oh, das ist gerade bitter gewesen, aber ja, weiter. So, jetzt geht's Alter, aber Warnkönig jetzt aber auch nicht mehr geschaffen, hat er gezündet. Jetzt kommt die nächste Riesenbombe, wurde dann aktiviert. So, aber auf jeden Fall wird er noch zwei schaffen, zwei Sterne schaffen. Das sieht man jetzt schon eindeutig, dass er schaffen wird. Eindeutig, so deutlich wie ein eindeutiger. Und das ergibt wiederum keinen Sinn. Aber was soll man sagen, zwei Sterne, es ist gar nicht mal so schlecht. Und darum ist auch diese Bilanz von diesem Clankrieg recht, recht gut, weißt du? Es ist nur noch ein Stern, den wir brauchen. Ja, den ich brauche. Okay, jetzt kommt Kind das auch noch hin. Ja, ja, so gut, die Trupps geht's. Und das war's, glaube ich, auch dann, ja. Es gibt ja nur noch die Golems, die wirklich immer richtig lange aushalten. Er sieht jetzt eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus, aber der X-Bogen nicht da und die Bogenschützentürme könnte sich vielleicht noch schaffen, wer weiß. Wenn zum Beispiel jetzt hier der Golem das Ganze tanken würde und die hier alles aufräumen würden, so wie das gehört, dann würde das eigentlich gar kein Problem geben, oder? Oder weil es sieht gerade so aus, als würde das sogar so klappen. Komisch, aber es sieht wirklich gerade so aus. Warte mal. Ah ne, guck mal da. Die Kanone kommt mal gleich auf. Die geht ja gleich mal auf die Magier. Richtig. Okay. Schade. Das war nicht so, wie ich es vorgestellt habe, aber das war's dann noch, oder? Es gibt ja nicht mehr so vieles. Ne. Da wurde einfach die Runde kaputt gemacht. Die Zeit ist vorbei und ja, das war's mit dem Angriff. 83%, das ist auf jeden Fall gut. Das ist auf jeden Fall gut. Und die Truppenleiter, das geht hier übelst ab. Bei uns ist es gerade im Clankrieg richtig problematisch, falls ihr wisst, was ich meine. Es ist halt, ist einfach wirklich komisch, ich weiß auch nicht. Jedenfalls haben wir hier ein paar Truppskis. Ich gucke jetzt mal, ob ich ein Parathäuser bekomme. Vielleicht bin ich ja einer der Unglücklichen, bekommt jetzt ein Loot und braucht dafür mehr Truppen. Das passiert mir einfach immer, weißt du, ich gehe los mit ein paar Truppen in der Absicht, ja, in der Absicht ein paar Raubhäuser zu holen und dann auf einmal kommt so ein 1 Million Loot und ja, dann bin ich mal ein bisschen depressiv, dann schlage ich mir meinen PC gegen den Kopf und das war's dann. Schluss aus dem Haus oder so. Oder so eine Art, ich weiß es auch nicht. Ah ja, ja, ich suche jetzt mal Gegner. Es wird jetzt auch nicht allzu lang die Folge. Ich bin ein bisschen müde irgendwie. Heute ein bisschen was. Aber das macht nichts. Das sollte das Ganze nicht beeinflussen, glaube ich mal. Denn wir haben. Okay. Oh, Alter, der ist ja mächtig am Farmen hier, oder was ist los? Für den ist es bestimmt kein Problem, auf dieser Liga zu farmen. Aber. Hat er Teslas? Nee, er hat keine Teslas, würde ich mal sagen, dann nehmen wir das mit. Es sind ja 10 Pokis und jetzt noch die Queen. Hoffentlich wird die jetzt nicht gefokust. Bitte nicht die Queen fokussen. Bitte. So, machen wir ganz kurz. 3, 2, 1. Okay, noch nicht stoppen. Noch ein bisschen. Und. So, gut, das war 10 Pokale. Alter, das ist nicht gerade die beste Methode, aber. Ah, was soll ich denn sagen? Ich will mal sagen, das war's für die Folge. Ich zeig mir den Kanal noch mal ganz kurz, falls ihr interessiert seid, den Kanal zu besuchen. Ich bin ja wieder mal on Tour und vielleicht wird die nächste Folge auch wieder on Tour oder es wird einfach eine geilere Folge wieder. Und, also etwas nicht geilere, besser gesagt, es wird eine normale Folge wieder, weil ich bin verwirrt, hallo. Und ja, ich will mal sagen, das ist der Kanal, Leute, hier ist der Clan-Künstler, könnt ihr auch Pause drücken und alles drum und dran. Und ja. Ich würde sagen, das war's für die heutige Folge, Leute. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr doch gerne einen Daumen hoch geben und abonnieren könnt ihr auch gerne. Doch müsst ihr einfach unten auf diesen roten Knöpfchen drücken. Knöpfchen werden Träumchen. Nein. Ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute, bei Let's Play Clash of Clans. Ciao. Tschüss.